den Kreislauf mal wieder ordentlich in Schwung bringen und den Körper so richtig spüren. Beim kommenden Festwochenende zum 25-jährigen Jubiläum des Stadtsportbundes wird dies im Kollektiv möglich gemacht. Wer lieber nur zuschauen möchte, braucht an diesem Wochenende nicht zu Hause bleiben. Leute, die Stimmung machen und die Sportler anfeuern, werden immer gebraucht. Das geht bei den Kreis- bzw. Stadtmeisterschaften im Feuerwehrsport besonders gut, denn auch Feuerwehrmänner müssen fit sein. Ja, wie man bestimmt sich vorstellen kann, muss jeder Feuerwehrmann leistungsfähig sein. Und die Leistungsfähigkeit wird natürlich neben den ganzen technischen Voraussetzungen auf die Sportlichkeit bezogen. Also wenn man sich vorstellen kann, man muss eine Person aus dem 8. Obergeschoss retten über das Treppenhaus und muss neben seiner 15 Kilo schweren Ausrüstung dann noch eben die Person retten und runtertragen, weiß man, was so ein Feuerwehrmann leisten muss. Und das ist natürlich nur auf sportlicher Ebene zu betreiben und zu beüben. Und demzufolge ist ein Feuerwehrmann automatisch sportlich auch. Und er muss sportlich sein, damit er dieser Herausforderung gerecht wird. Am 26. Juni geht es ab 8 Uhr im Leichtathletikstadion mit dem Feuerwehrsport los. Neben den bekannten Disziplinen wie der 4x100-Meter-Stafette und dem 100-Meter-Hindernislauf wird auf der Feuerwehrwache auch erstmals das Hakenleitersteigen der Frauen und Jugend zu sehen sein. Dabei gilt es mit einer Leiter von Fenster zu Fenster einen Turm von insgesamt 12 Metern Höhe zu erklimmen. Die meisten haben für diesen Tag hart trainiert und können dort ihr Können endlich unter Beweis stellen. Vielleicht nur mal eine Zeit davon, der deutsche Rekordhalter, der auch in der Stadt Cottbus sozusagen tätig ist und dort den Feuerwehrdienst verrichtet, der steigt in dieses dritte Obergeschoss mit seiner Leiter, die 4 Meter lang ist, wie gesagt, und 32 Meter Anlauf, steigt er innerhalb von 14,3 Sekunden oben in das Fensterbrett ein. Also jetzt stellen Sie sich sicherlich die Frage, wie geht das, wie soll das denn aussehen? Kommen Sie einfach vorbei, schauen Sie sich das an. Ich kann Ihnen das bloß ans Herz legen und es ist sehr, sehr sehenswert. Und der deutsche Rekordhalter wird auch zu sehen sein und wird probieren, seinen Rekord zu verbessern. Es verspricht also, spannend zu werden. Wer auf Action steht, wird am Samstag des Festwochenendes voll auf seine Kosten kommen. Irgendwo brennen wird es dann hoffentlich nicht. Und wenn doch, wissen diese Männer ganz genau, was sie zu tun haben.